Südlich der Millionenmetropole Bandung entspringt einer der längsten Ströme Javas, der Citarum. Anfang der 80er Jahre ein tropisches Paradies. Doch 2013 wurde er von Umweltorganisationen als schmutzigster Fluss der Erde eingestuft. Dafür verantwortlich sind neben eingeleiteten Abwässern und giftigen Chemikalien aus Textilfabriken gewaltige Mengen an Abfällen, vor allem Plastik. Das Projekt Citarum Harum soll das Plastikproblem lösen. Die indonesische Regierung will den Fluss bis 2025 auf Trinkwasserqualität bringen. Federführende Instanz ist das Militär. Wir treffen Moritz Schulz und Carsten Hirsch. Die beiden Deutschen sind die Gründer des Startups Plastikfischer. Gemeinsam mit Oberst Dodo begutachten sie den Prototyp der von ihnen installierten Müllfanganlagen, den sogenannten Trash Booms. Die Initiative entstand auf Grundlage des Citarum Harum-Programms, das zur Reinigung des einst schmutzigsten Flusses gestartet wurde. Der Präsident selbst hat angeordnet, den Fluss mit 1400 Soldaten zu säubern. Wir arbeiten mit ihnen hier zusammen, um ihre Arbeit effizienter zu machen. Sonst fahren sie jeden Tag mit dem Boot raus und sammeln den Müll ein, der ins Wasser gespült wird. Unser Ziel ist es, Lösungen aus lokal verfügbaren Materialien zu entwickeln, um sicherzustellen, dass diese billig und schnell aufgebaut sind. Und so kamen wir auf die Idee, diese Müllfanganlagen einzusetzen. Das sind Barrieren, die den gesamten Abfall einfangen, der in den oberen 60 Zentimetern des Wassers schwimmt. Doch die Aufgabe für die Plastikfischer und das Militär ist gigantisch. Der Trashboom-Prototyp kommt schnell an seine Grenzen. Denn ca. 2000 Tonnen Plastik trägt der Citarum mit sich pro Tag. Der enorme Bevölkerungszuwachs und fehlendes Abfallmanagement führen dazu, dass täglich ungehindert Müll aus Millionen Haushalten über die Nebenflüsse des Citarum in den Hauptstrom gelangen. This is the Chikapundung River. Das ist der Chikapundung-Fluss. Er bringt alle Abfälle aus der Stadt Bandung in den Citarum. Und deshalb planen wir dort drüben einen riesigen Müllfänger von rund 50 Metern Länge, auf dem man laufen kann. Er wird all die Abfälle blockieren, die gerade in den Citarum fließen. So überwältigend das Problem auch scheint, es gibt auch Fortschritte. In den letzten zwei Jahren konnten bereits tausende Tonnen Abfall aus dem Citarum geholt werden. Doch ohne lokale Netzwerke ist die Mammutaufgabe nicht zu stemmen. Plastikfischer Moritz Schulz besucht die Werkstatt von Ramdan Ismanto. Hier begutachtet er die Fortschritte beim Bau der größten Trashboom-Einheit, die im Chikapundung zum Einsatz kommen soll. Ramdan ist Teil des Netzwerks Precious Plastic. 40.000 Mitglieder hat die Community weltweit. Ziel ist die Vernetzung von Projekten gegen die Plastikflut. Auf diesem Weg fanden sich auch Aktivist Ramdan und die Plastikfischer. Moritz ist zufrieden. Das Stahldrahtteil befindet sich im Wasser. Und an jeder dieser Stellen werden zwei Fässer mit jeweils 200 Litern angebracht. Wir haben dann einen Auftrieb von rund 1,2 Tonnen. Wir können dort also viel Druck ausüben. Die Fässer, die verbaut werden sollen, stammen überwiegend aus Textilfabriken. Die Idee? Wiederverwertung lokal zugänglicher Materialien, die sonst zum Müll werden würden. Es ist soweit. Das erste von 13 großen Trashbooms, die den Abfall vom Chikapundung aus dem Citarum fernhalten sollen, ist am Einsatzort angekommen. Citarum! Es ist voll verzinkt und wird noch mit einer begehbaren Bambusplattform ausgestattet. Doch wird es tatsächlich schwimmen? Das ist unsere Lösung für sehr schnell fließende Flüsse, die viel Abfall transportieren. Ich denke, wenn wir beweisen, dass es dort funktioniert, können wir es im Grunde überall einsetzen. Mit vereinten Kräften wird das Trashboom ins Wasser getragen. Die echte Bewährungsprobe wartet allerdings noch. In der Regenzeit müssen die Fanganlagen mit starker Strömung und mehreren Tonnen Abfällen zurechtkommen. Doch die Plastikfischer sind zuversichtlich. Und das ist die wichtigste Waffe im Kampf für einen sauberen Citarum.